liebe Zuschauer vom Saale-Info-Kanal, ich stehe hier in Saalfeld und es sind schon etwas winterliche Temperaturen und ich habe neben mir den Herrn Faber. Herr Faber, zum dritten Mal die Eislaufbahn hier auf dem Markt in Saalfeld. Heute Familientag und schon richtig was los. Genau so, man sieht es. Es ist wieder volles Programm bei uns auf der Eisbahn, der zweite Tag und es geht schon wieder komplett rund. Das Wetter spielt mit, die Kulisse ist herrlich, wunderbar, schönen Tag heute, wunderbar. Es war eine gute Idee, dass man das gemacht hat, den Weihnachtsmarkt gekoppelt mit der Eisbahn, denn er wird ganz toll angenommen und ihr habt natürlich auch einige Attraktionen. Seit dem vorigen Jahr gibt es das Eisstockschießen, es wird sehr gut angenommen und Herr Faber hat mir schon verraten, dass viele Firmen aus dem Landkreis hier ihre Weihnachtsfeier machen. Ja, wir sind völlig überrascht. Wir haben schon im Juni die ersten Anmeldungen gekriegt für Eisstockschießen, zu einer Zeit, wo keiner an Eisstockschießen denkt. Wir haben jetzt mittlerweile über 80 Anmeldungen bei uns hier auf der Eisstockbahn. Es wird sehr, sehr gut angenommen. Ich bin ganz begeistert. Wie gesagt, kommt zu uns, wir haben Eisstockschießen, natürlich auch den warmen Glühwein hinterher. Es ist für jeden was dabei. Die Kinder können Eisschuh laufen. Wer sich traut, natürlich auch die älteren Herrschaften. Oder man stellt sich ganz gepflegt hier an unsere schönen Tische. Und da gibt es für jeden was zu essen, was zu trinken. Die perfekte Kombination. Ja, liebe Zuschauer, und wer nicht Lust hat, Silvester auf dem Sofa zu verbringen, sondern hier auf der Eisbahn in Saalfeld das neue Jahr zu begrüßen, der kommt einfach vorbei. Habt ihr denn ein tolles Programm wieder? Wir haben dieses Jahr wieder ein schönes Programm zusammengestellt, der gesamte Saalfelder Weihnachtsmarkt. Und natürlich wir mit unserer Eisbahn werden eine Silvesterparty machen. Die Band Hashtag wird mit einer tollen Lasershow uns hier verzaubern. Und so werden wir gemeinsam dann ins neue Jahr stolpern. Das klingt ja richtig, richtig vielversprechend. Und der Herr Faber hat natürlich auch nach Silvester noch seine Eisbahn geöffnet, denn man kann die überschüssigen Funde von der Weihnachtsgans, den Klößen und den vielen Leckereien vielleicht abtrainieren und kann bis in den Januar hinein hier auf der Eisbahn Schlittschuh laufen. Das ist richtig. Am 1. Januar, gleich zu Beginn, haben wir nicht nur Eisstockschießen hier, sondern eine richtige Eishockeymannschaft hier vor Ort. Und bis zum Ende der 1. Januarwoche werden wir natürlich dann hier noch die Eisbahn ausgestalten. Abschlussparty dann planmäßig am 6. Januar und dann haben wir wieder das neue Jahr vor uns. Wer von Ihnen Lust bekommen hat, egal ob Anfänger oder Profi, den laden Herr Faber und sein Team ganz herzlich ein, hier auf dem Marktplatz nach Saalfeld auf die Eislaufbahn. Und ich denke, Herr Faber, wir haben uns jetzt einen Glühwein verdient, denn es wird doch schon ganz schön kalt, denke ich. Ja. Und es bleibt nur noch zu sagen, allen Zuschauern vom Saale-Info-Kanal, schöne Weihnachtszeit und bis demnächst am Pinguin bei uns. Tschüss.